So, Leute, heute kommt ja das Pokalspiel gegen die dritte Liga. Was ich ja sage, das werden wir komplett verlieren. Altes München, ihr seht es, dritte Liga, wir sind ja Amateurliga. Boah, da müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz mal hier reinschauen. Ah, hier können. Warte mal, wir müssten Kovac wirklich da reinbringen. Das passt eigentlich. Die da. Jetzt warte mal, da haben wir den. Ja, also ich glaube wirklich, dass wir das so lassen. Wir müssen schauen, dass wir mit Kovac hier vielleicht reinkommen würden. Müssen wir aber, glaube ich, ja Glück haben. Komm, wir spielen jetzt mal. Wir könnten simulieren lassen. Nee, die Niederlage werden wir selber in Kauf nehmen und selber spielen. So. Oh, schaut euch mal das an. So, wenn wir da... Ja, irgendwie kriegt er immer den Ball. Gelupfter Pass kann natürlich vollkommen woanders hingehen. Probieren wir jetzt. Oh, geht denn der Ball hin? Wir haben dann aber... Boah. Komm, lass uns ein Tor schießen. Ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir 1-0 in Führung gehen. Ja, vielleicht haben wir Glück und die kommen doch unsere Abwehr nicht durch. Das wäre natürlich prima. Mal schauen, was er jetzt hier vorhat. Naja, super. Wieso faust du den um? Warte mal, was muss ich jetzt hier überhaupt machen? Ich hatte noch nie einen Strafstoß, glaube ich. Ach so, ich muss die Ecke auswählen. 182. Ja, heißt es jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass er hier hinschießt? Probieren wir die Ecke. Mein erster Elfmeter und ich halte den Elfmeter. Ja, cool. Jetzt warte mal, wir werden jetzt aber mit dem auf jeden Fall nach vorne laufen. Und dann Kontrolle. Jetzt braucht er ja schon mal zwei Aktionen, dass er überhaupt zu mir hinkommt. Naja. Das ist natürlich schon viel. Jetzt darf er nach vorne. Den Ball habe ich wieder. Da haben wir aber nur den gelupften Pass. Oh. Also ich glaube, im Ball abnehmen wird der immer gewinnen. Aber jetzt seht ihr schon... Er ist auf jeden Fall schon mal außer Power hier. Oh. Ja, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen. Der ist außer Power. Wir probieren es. Nee, shit. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ja, wir müssen wirklich dann zuschauen, dass wir ihn so weit runterspielen, dass er einfach das nicht mehr schafft von seiner Kraft her. Kommen eh die letzten Aktionen. Würde mich mal interessieren, ob die den hier auswechseln. Okay, Halbzeit 1:1. Das schaut ja wirklich noch sehr, sehr gut aus für uns. Jetzt müssen wir trotzdem mal schauen. 21, da können wir gar nicht. Da können wir nicht wirklich was auswechseln. Die anderen Spieler passen eigentlich noch. Das Problem ist natürlich, dass er hier hinten herumgehen kann. Jetzt werden wir hier mal dicht machen. Glaube ich, wäre besser. Ja, probieren wir es mal so. Nein, die wechseln den aus.
Die bringen den Abwehrspieler. Also er kann hier auf jeden Fall schon mal nicht durchlaufen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt macht. Oh, leck, der kommt durch. Okay, es ist aber schon mal gut, dass der den hier nicht um. Ich glaube, so ein Glück nochmal von Strafstoß hätte man nicht geschafft. Eine Aktion. Haben wir das Glück? Yes! 2-2. Okay, es läuft auf jeden Fall besser als erwartet für uns. Nur das ist ein Problem hier mit dem. Der rennt wirklich immer hier außen rum. Jetzt versucht er wieder an unseren Leuten hier vorbeizukommen. Ja. Und? Oh, diesmal haben wir ihn. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Den Pass werden wir auf jeden Fall spielen. Jetzt müssen wir nur Glück haben, dass er vielleicht wieder trifft. Nein, diesmal nicht. Okay, wir können ja nicht immer Glück haben. Gut, 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 gut. Pass in freien Raum, ne? Das wollte ich eigentlich nicht. Aber wir müssen das spielen. Muss es sich freilaufen? Wir haben natürlich jetzt die falsche Position hier ausgewählt. Aber wir haben ja wenigstens noch die eine Aktion. Nein, haben wir nicht frei, weil er jetzt angreift. Wir dürfen den Scheiß nicht verlieren. Was machen wir denn jetzt? Okay, da haben wir keine Chance. Boah, kriegt er noch eine gelbe Karte? Die dürfen aber kein Tor mehr schießen. Ich will ihn unentschieden. Nein! Kurz vor Schluss. Ja, da müssen wir auf jeden Fall das Rückspiel dann gewinnen. Ich glaube aber nicht. Außer wir haben jetzt Glück und er kann noch ein Tor schießen. Jetzt warte mal. Da müssten wir ja wirklich zu ihm spielen. So. Jetzt probieren wir es mal. Ah, nee, das wird nichts. Doch! Jungs, wir haben es unentschieden. Wie geil ist das denn? Und vor allem Graf, weil das ist ja, glaube ich, nicht unser bester Spieler. Mit im Sturm einer von den schlechten. Aber ihr habt es selber gesehen, er hat den Bonus auf seine Werte. Oh mein Gott, was für ein Spiel. 3 zu 3. Plus 118. Ey, das ist für jede Menge. Da haben wir wirklich viel bekommen. 1902 Ruhmespunkte nur. Wenig. Ey, da bin ich gespannt. Wenn wir das schaffen würden, das wäre ja super. Jetzt haben wir hier schon Training. Oh, das Rückspiel. 3 zu 3. Er hat aber seine Abwehrkette aufgemacht hier. Jetzt warte mal, wir müssen jetzt hier komplett dicht machen. Dann bringen wir unser Mittelfeld hier rüber. 26.
Das ist der Torwart. 24, 25. Also müssen wir Kovac wirklich hier drüben lassen. 5. Ah, das ist eigentlich blöd. Lassen wir unsere Stürmer alle hier drüben. Komm, Jungs. Wir müssen halt nur hoffen, dass seine Stürmer nicht durchkommen durch unsere Abwehr. Weil die würden ja eh viele Punkte brauchen, um hier zu umgehen. Vergiss es. Shit, jetzt kommt er auch schon durch. Ja. Jetzt schießt er auch das Tor schon. Nein. Perfekt. Torwart plus 8. Der ist immer gut, wenn der hier was dazu kriegt. Ja, da war jetzt auch schon eine blöde Position hier vorne. Jetzt haben wir nur einen gelupften Pass. Wieso habe ich nur einen gelupften Pass? Na, jetzt müssen wir ihn natürlich den Ball hier irgendwie abnehmen. Ey, der hat ja einen super Wert hier, der Typ. Da, jetzt. Was hat er? Verteidigung 44, 4. Dann würde ich auch sagen, wir spielen zu ihm. Vielleicht ist er nicht so gut. Ah, mit ihm macht er Pressing hier oben. Nein, 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 nein. So, und dann müssten wir... Pressing, ja. Ja, eine Aktion noch. Super. Ja, wir haben dann. Aber jetzt haben wir keine Aktion mehr. Das ist ärgerlich. Aber es steht zur Halbzeit fast eigentlich. Ja doch, es steht unentschieden. Das ist schon gut. So, jetzt müssen wir nur den Ball hier kriegen. Yes. Und einen Torschuss. Zweiter Mal, wenn wir jetzt hier Pass, das kostet. Na, das schaffen wir nicht. Bitte. Ah, schade. Aber muss ich sagen, bis jetzt haben wir gut gespielt. Wir können auch niemanden auswechseln. Aber ihr seht mal, dass die eigentlich wirklich gut in ihrer Genauigkeit gestiegen sind. Die hatten ja, glaube ich, 17, 18 irgendwas in dem Dreh. Jetzt müssen wir mal schauen. 23 Verteidigung. Da müssen wir aber trotzdem hier durchwechseln, damit die Schwachen hier drüben sind. Ja. So machen wir das. Ich weiß nicht, ob Kovac dann hier hinterkommt. Das glaube ich eher nicht. Wir werden spielen jetzt. Wir müssten nur den Ball... Ah, das ist halt blöd, weil der irgendwie so weit laufen kann. Das ist natürlich schon viel hier. Okay, eine Aktion. Das ist egal. Wir holen uns jetzt den Ball und werden jetzt den Torschuss probieren. Ich hoffe, wir treffen. Nice! 1-0. Perfekt, Jungs, perfekt. Wir müssen es nur irgendwie halten können jetzt. Lasst die bitte nicht durch die Abwehr. Lasst sie nicht durch. Und wenn, dann muss unser Torwart es schaffen, dass wir... Nein.
Oh, shit. Vielleicht zu früh gefreut. Ja. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn wir wirklich jetzt 1-1 spielen, wie das Spiel dann hier so weitergeht. Jetzt warte mal, wir machen weiter, so wie vorhin. Ah, jetzt bekommst du der Gegenspieler. 8-8. Man vielleicht doch mit Pressing spielen sollen. Ja, perfekt. Und jetzt lasst mir bitte meinen Ball. Ja, jetzt haben wir natürlich nach hinten gewechselt. Eine blöde Position hier. So. Jetzt warte mal. Der hat natürlich super Werte. Aber dann würden wir, glaube ich, zu lang brauchen. Komm. Ist egal, jetzt können wir mit ihm aber nach vorne ziehen. Der wird, glaube ich, eh hier runter spielen, oder? Nein, der macht einen Lupfer. Eine Aktion weg, die zweite Aktion weg. Jetzt müssen wir aber trotzdem mit dem hier hin. Yes. Nimm den Ball ab. Ja. Können wir nur den gelupften Pass spielen? Oh. Ich weiß, die haben eine scheiß Genauigkeit, aber trotzdem. Ah, die letzte Aktion von ihm, dann haben wir 1-1. Hey, lass den jetzt bitte. So, Aktion vorüber. Was passiert jetzt? Elfmeterschießen? Spielende. Naja, aber es muss doch irgendwie im Pokal weitergehen. Na, Kovac hat es nicht ganz geschafft, schaut hin. Minus 7 Fans. Ja, aber wie wird es dann hier gerechnet? Es müsste doch jetzt Verlängerung oder irgendwas geben. Komisch. Blöd ist natürlich, dass wir jetzt hier Fans verloren haben. Halt, wir haben noch eine Nachricht. Jetzt kommt die Winterpause. Oh, da haben wir unser Geld bekommen. So. Halbjahr, ich habe mit dem besten Spieler aus der Jugendakademie und nehme ihn für ein Jahr unter Vertrag. Heute haben wir Volkmann, Alter 18 Jahre, Stufe 1 verpflichtet. Begabung? Nichts. So, dann ist das Transferfenster offen. Der zweite Teil der Ablöse. Ja. Shit, aber was ist jetzt hier mit dem Pokal? Haben wir Offenbach. Oh. Ja. Aber da heißt es vielleicht, dass wir jetzt dann doch rausgeflogen sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Transfer. 15 für den Sturm. Ja, wollen wir jetzt mal keinen Scout hier wegschicken. Komm, Alter 29. Den nehmen wir mit. Und den 15er Mittelfeld wäre natürlich auch nicht schlecht. Nehmen wir. Da würde ich aber trotzdem sagen. Ah, wir haben Schröder noch. Den nehmen wir auch mit. So, jetzt reicht's aber, glaube ich, erstmal. Jetzt werden wir mal schnell in unsere Mannschaft hier reingehen. Weil jetzt seht ihr, jetzt haben wir nämlich wenigstens genug für unser Mittelfeld. Dann werden wir die auf jeden Fall jetzt erstmal durchtauschen, die Verletzten. Aber das Problem ist natürlich, dass die schon ein bisschen älter sind hier. Graf auch. Wenn wir den verkaufen, was würden wir da kriegen?
19.000, aber 4 Ruhmespunkte. Ach, der ist ja wirklich schlecht. Okay, nee. Werden wir auf jeden Fall jetzt erstmal so lassen und probieren. Was haben wir denn hier? Ist ein Lieblingsgegner. Statistik von Koblenz. Ist ein Angstgegner von. Ah! Jetzt kommen hier noch die Bewertungen dazu. Wir sind ein Angstgegner von Koblenz. Wow. Das hört sich schon mal gut an. Einer ihrer Spieler kann eine neue Fertigkeit erlernen. Wählen Sie im Training, welche Fertigkeit er lernen soll. Der Kugler. Kugler, Kugler, Kugler. Da ist er. Jetzt warte mal, wir müssen auf Training. Abfangen. Hackentrick. Eihackentrick hatten wir doch noch gar nicht. Werden wir das auch mal machen hier. Wie brauchen wir eigentlich unsere nächsten 25 haben wir jetzt? Oder nehmen die Trainer die Spieler trainieren können? Verfügung Upgrade für die Scouts. Ja, könnte man aber trotzdem mal ausbauen hier. So, Statistiken. 27 Tore haben wir schon geschossen. Tore pro Spiel. Okay, sagen wir mal 2. Gegentore haben wir 7 kassiert. Ist gut. So, okay. Also, das war's. Erstmal, Pokalspiel haben wir unentschieden gespielt. Würde mich natürlich mal interessieren, was jetzt da rauskommt. Also wir können ja eigentlich nicht rausgeflogen sein, nicht gewonnen haben. Unentschieden ist unentschieden. Werden wir sehen in der nächsten Folge, ob dann noch irgendwas kommt. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.